Ja, lieber Patrick, schön, dass du da bist. Magst du vielleicht den Zuhörern, Zuschauern kurz erklären oder beziehungsweise erklären, was machst du, wer bist du? Ja, ich bin der Schmidt-Patrick, ich bin der Betreiber von der Brauereigaststätte Zollhaus und bin Festwirt auf der Landshuter Duld. Genau. Der Festwirt oder beziehungsweise Zollhaus und dann auch nur der Drive-Maker quasi ist ja doch sehr bekannt. Aber bevor wir dazu kommen, einen kurzen Abriss vielleicht von deiner Seite. 2020, Lockdown im März. Wie ist so die Phase verlaufen? Wie war das so die ersten Monate? Weil man, es war ja bekanntlicherweise auch die Duld dann eigentlich im Herbst geplant oder dann nimmer schon. Wie war so die Situation aus deiner Sicht? Also die Situation war am Anfang natürlich, wie soll ich sagen, man war ängstlich, man hat ein bisschen Angst gehabt vor dem, was kommt, oder vielmehr vor dem, was nicht kommt, und zwar keine Gäste. Es war natürlich sehr, ja, eine neue Situation und man hat von heute auf morgen quasi keine Einnahmen mehr gehabt. Das Personal möchte aber trotzdem natürlich sein Gehalt haben. Man hat nicht gewusst, wie funktioniert das mit der Kurzarbeit, wie und wann kommen die Hilfen, kriegt man Hilfen. Also es war schon eine schwierige Zeit. Aber ich sag, für mich kann ich jetzt auch sprechen, ich habe halt dann versucht, das Beste der Situation zu machen und bin eben so auf meine Not macht auf meinen erfinderisch. Drive-In gekommen, genau. Ja. Und ja, das hat mir ein bisschen geholfen, sage ich mal, das letzte Jahr doch noch einigermaßen gut abzuschneiden. Heißt im Klartext oder beziehungsweise für die, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, was hast du aus der Situation dann gemacht? Du hast angesprochen, Drive-Ins gemacht. Ja, ich habe mich quasi mein Drive-In war der erste? genau, mein Dual Drive-In, das war die erste Idee. Und natürlich, wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, okay, Abholgeschäft funktioniert nicht. Also im Zollhaus ist nicht mal 1% Umsatz vom Abholgeschäft und dementsprechend war es auch schlecht. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie eine Lösung finden und habe nach Lücken gesucht oder nach Grauzonen, was ich darf und was ich nicht darf. Und Abholung war eben erlaubt. Und dann habe ich gedacht, warum nicht eine Abholung, wo ein Erlebnis ist? Die Duld ist ausgefallen, dann habe ich gesagt, okay, ich mache ein Duld Drive-In. Und da habe ich so genau, wie soll ich sagen, genau diese Grauzone habe ich halt zu 100% ausgenutzt und zum Glück erfolgreich ausgenutzt. Wie hast du das jetzt nur kurz abgerissen? Wie hast du das logistisch geregelt? Weil man hat ja gehört, dass die teilweise bis 2, 3 Stunden angestanden sind, weil man irgendwo muss die Schlange auch hin. Mit dem Auto durchfahren, das muss man dazu erklären. Die haben ja quasi durch dein Grundstück gefahren mit dem Auto, haben dann durchs Fenster durchgereicht, ja, die Bestellungen abholen können, beziehungsweise haben da vor Ort bestellt und dann gleich mitgenommen. Genau, also wir haben eine Corona-taugliche Duld gemacht, wo quasi alles, wie du schon gesagt hast, durchs Fenster mit Abständen reingereicht worden ist. Logistisch war das Learning by Doing. Wir haben natürlich nicht mit diesen Ansturm gerechnet, dass wir keine kilometerlange Schlange haben. Zum Schluss war es so, wir haben quasi Ordnungsdienste an die Straßen positioniert, um den Verkehr zu regeln, weil wir den ganzen Stadtverkehr lahmgelegt haben mit unserem Drive-In. Das haben wir vorher natürlich nicht gewusst, aber haben das dann mit Beschilderung und Ordnungsdienst sehr gut gelöst. Darfst du was sagen darüber, ob die Stadt und das Ordnungsamt dir wohlbesonnen Grundsätzlich waren die natürlich sehr, oder was heißt sehr, sie waren natürlich wohlgesonnen, weil sie haben es auch genehmigt. Ja. Keiner von uns hat mit diesem Ansturm gerechnet, weder die Stadt noch ich. Ich weiß nur einen ganz lustigen Termin, ganz am Anfang waren wir den Platz besichtigt mit der Stadt, waren vom Straßenbauamt welche da, vom Ordnungsamt. Und dann hat der Herr gesagt, ja, was ich mache, wenn die Autos quasi aus meinem Hof rausstehen. Und ich habe einen sehr großen Innenhof und dann habe ich lachen müssen und gesagt, wenn die da rausstehen, also dann habe ich ganz andere Probleme, weil ich personell dafür das gar nicht eingestellt bin. Und tatsächlich ist nach dem zweiten oder dritten Tag sind die Autos bis zur Hauptstraße rausgestanden. Also wir haben das dann, wie gesagt, mit einem Umleitsystem auch im Internet kommuniziert. Eine lange Anstellreihe mit Markierungen. Ab hier, wie im Freizeitpark, warten Sie 2 Stunden. Ab hier warten Sie 1 Stunde. Alles organisiert und ja, wir konnten nicht schneller werden. Also wir haben zum Schluss pro Minute, glaube ich, fast ein Auto geschafft. Es war einfach der Andrang zu groß. Wie lange war die Schlange, um
Thema abzuschließen, zur nächsten Frage zu kommen? Ich bin ganz schlecht in sowas, aber ich würde mal sagen 2 Kilometer, also teilweise die B11 oder B11 ist das an der Seite, bis zum Karstadt vor. Also da war die ganze Polizei dann den Verkehr aufgelöst, weil die gesagt haben, ihr kommt da nicht mehr. Ja, crazy. Ja, nicht nur die Duld bzw. Drive-In oder Drive-Duld war ja quasi für die ein Thema, sondern auch das Personal. Wie weit hat dich das beeinflusst oder betroffen mit dem Personalabbau? Wem konntest du weiter beschäftigen, Kurzarbeit? Also personaltechnisch habe ich Glück gehabt, ich konnte alle weiterhin beschäftigen. Mhm. Und ich habe auch bis auf ein paar wenige Ausnahmemonate, wenig Kurzarbeit gebraucht. Mhm. Ich habe bis letztes Jahr, bis Dezember, waren fast alle voll beschäftigt. Erst seit diesem Jahr, also 21. Januar, sind wir voll in der Kurzarbeit aus der Lehrlinge. Okay, ja, ist gut. Wie machst du das mit den Lehrlingen? Was tun die? Also meine 5 Azubis, die beschäftige ich jetzt aktuell mit Abholung. Wir machen 2 Tage in der Woche Abholung. Und dort investieren wir gerade viel Zeit quasi in die Ausbildung. Wir wechseln die Karte oft und nehmen uns viel Zeit, um ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, was, sage ich mal, unter normalem Betrieb nicht möglich ist. Ist aber auch nur eine Notlösung, weil ich die Azubis nicht so in die Kurzarbeit schicken kann. Haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt quasi einen kleinen Bereich, um sie quasi zu beschäftigen. 2021 steht ja jetzt quasi schon auf dem Kalender. Wie schaut das für dich aus? Ich gehe mal davon aus, da du Duld wie ich und du wahrscheinlich auch nicht wirklich realistisch sein. Das heißt, du musst einen Plan B haben. Steht der schon? Kannst du dazu rüber was verraten? Ich habe einen Plan B zu dem Jahr. Und zwar ist es einmal, muss man die Situation abwarten, wahrscheinlich wieder ein Drive-In, weil das auch gut funktioniert. Und sollte im Sommer quasi auch keine Volksfeste nicht möglich sein, dann werden wir wieder diverse Biergartenfeste, Live-Musik an der frischen Luft machen. Also ich habe auch mein Zelt stehen lassen, damit ich quasi größere Veranstaltungen am Hof machen kann. Trotzdem hoffe ich, auch wenn es sehr unrealistisch ist, dass wir heuer eine Herbstduld haben und ein bisschen Volksfestfeeling wieder kriegen. Das hoffe ich für mich, meine Kollegen, Schausteller. Weil sonst, sag ich mal, wird es eng. Ja, das hoffe ich auch für euch, weil es hängt ja doch ein bisschen mehr dran als nur der Gastwirt bzw. der Betreiber, sondern das Personal und alle Lieferanten natürlich. Ja. Letztes persönliches Statement, Gedanken von dir, wenn du jetzt ein bisschen so das berücksichtigst mit Unterstützung von der Stadt, Gemeinde, Überbrückungshilfen, Anträge und auch vielleicht aufs Personal gesehen, was würdest du jetzt so noch auf dem Weg mitgeben, was hätte anders, besser, was wünschst du dir pro, contra, je nachdem, was du über was zu sagen hast? Ich sag mal, an die Politik ist der Wunsch oder die Message einfach, dass Versprechen, die wo gegeben werden oder Hilfen, dass die dann auch vernünftig und zeitgerecht ausgezahlt werden, weil es kann sich nicht jeder leisten, dass er 2-3 Monate die Löhne oder Umkosten überbrückt, bis endlich mal eine November- oder Dezemberhilfe oder Kurzarbeit ausbezahlt wird. Ans Personal und an Kollegen kann ich sagen, durchhalten. Es wird hoffentlich bald wieder normal sein. Und ich glaube, dass uns die Gäste, Menschen, wenn wir wieder aufmachen dürfen, viel zurückgeben und auch verstärkt in die Lokalitäten und im Einzelhandel einkaufen und Geld ausgeben werden. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, also du glaubst ja, dass es so sein wird, dass die meisten natürlich nicht gleich in Urlaub fahren werden. Das heißt, es wird wieder regional mehr eingekauft und mehr vielleicht essen gegangen. Ja. Und daraus kann man dann vielleicht einiges wieder ein bisschen zurückholen, was natürlich nicht in vollem Umfang möglich sein wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall für die Zukunft weiterhin gutes Geschäft. Ich glaube, dass du einer in Landshut mit dem besten Social-Media-Marketing-Konzept bist und auch dich nicht scheust, neue Wege zu gehen. Viele gute Ideen natürlich auch für die Zukunft. Wie du schon sagst, heute durch und danke für deine Zeit heute und schöne Zeit noch bis dahin. Ja. Bleib gesund. Sehr gern, du auch. Danke dir, ciao. Ciao.